Hallo, mein Name ist Sabine Herm und ich möchte dich einladen, dass wir gemeinsam im astrologischen Weg miteinander lernen, wie es möglich ist, vom Trauma den eigenen Weg zur Liebe und in gesunde Beziehungen und Bindungen zu finden. Das heutige Thema habe ich Selbstaufgabe in Beziehungen ausgewählt, weil es in den letzten Wochen sehr stark und vermehrt in meinen Beratungen vorkam. Und weil ich dieses Thema persönlich auch jahrelang von mir kenne und vielleicht kennst du es auch, dieses Selbstaufgeben, dich vielleicht sogar verlieren, dich nicht mehr zu spüren, Angst zu haben oder merkwürdige Dinge zu machen und vor allen Dingen vielleicht sogar unterwürfig auch zu sein in der Beziehung, zum Teil auch also mit einem Partner in der Liebesbeziehung auch oder mit deinen Kindern. Aktuell haben wir die Sonne in den Fischen, die Venus ist auch in den Fischen. Die Venus ist heute sogar mit der Fischesonne zusammen, was diese ganze Thematik nochmal verstärkt und bald gelangt. Nee, die Venus ist heute mit Neptun zusammen und in der nächsten Woche kommt die Sonne zu Neptun und die verschmelzen miteinander. Neptun, ich lerne ja jetzt einfach auch so ein bisschen was von der Astrologie, weil es mir so geholfen hat, das zu verstehen und gleichzeitig mit diesen Bindungs- und Trauma-Erkenntnissen und Theorien zu verbinden. Und ganz wichtig, gleich mal, wenn du Fragen hast, wenn du Gefühle und Themen dazu hast, fühle dich von mir ganz herzlich eingeladen, mir zu schreiben, mich anzurufen und damit ich, mein Anliegen ist es, dir möglichst viel zu lernen, damit du auch viel verstehst und deinen eigenen Weg vom Trauma zur Liebe findest. Der astrologische Kreis bedeutet für mich, du kennst ja wahrscheinlich die Radix, die Sternzeichen, die 12. Das geht los beim Widder, dann kommt der Stier, der Zwilling und geht dann am Schluss endlich bis ins 12. Haus oder bis zum 12. Zeichen, das ist das Fische-Sternzeichen. Das haben wir gerade jetzt. Im Grunde ist das jetzt der letzte Abschnitt von so einem astrologischen Kreis und diese gleichen Steps, die es da gibt mit den Sternzeichen, die gibt es in einem Horoskop nochmal unterteilt in 12 Häusern. Ich weiß, das ist ein bisschen kompliziert, aber ich würde dir jetzt einfach Learning by Doing, Step by Step, das zeigen, das lernen, dass wir gemeinsam durch den astrologischen Kreis gehen. Ich biete dir das an mit kleinen Videos jetzt, mit meinen Texten sowieso schon seit vielen, vielen Jahren. Wenn alles klappt, mache ich sogar ein Jahrestraining mit einer geschlossenen Gruppe auf. Da arbeite ich gerade noch an der Technik. Und natürlich kannst du jederzeit in meine Einzelberatungen kommen, wo du das für dich lernen und lösen kannst. Genauso auch, wie ich einen ersten Aufstellungstag mit dem Thema angesetzt habe. Jetzt aber nochmal zu dieser Fische-Thematik. Da gehört als Herrscher dazu zur Fische der Planet Neptun und gleichzeitig gehört da dieses letzte Haus im Tierkreis dazu. Das ist das 12. Und dieses 12. Haus, wenn ich das jetzt verbinde mit der Symbolik von Trauma, von Bindung, dann ist es dieses Haus, wo es im Grunde eigentlich das Haus ist vor unserer Geburt. Also das erste Haus, der Aszendent, das ist dann die Mars-Thematik. Und dieses 12. Haus ist diese bevor wir auf die Welt kommen, die pränatale Zeit. Wie erleben wir uns im Bauch mit unserer Mutter? Wie geht's uns? Wie geht's vor allen Dingen unserer Mutter, wenn wir da drinnen sind, als ganz, ganz kleiner Mensch, als Embryo und auf die Welt kommen? Das ist das erste Verschmelzen. Und sehr, sehr oft, was man eben heute schon weiß, auch die ersten Traumata, die da entstehen können. Und daraus kann ein Bindungstraumata oder auch ein Symbiosetraumata entstehen. Was das genau bedeutet, das werde ich dir heute in kurzen Sätzen versuchen mal zu erklären. Und wieso dann als Überlebensanteile dieses Aufgeben, diese Selbstaufgabe entsteht. Warum wir dann auch Illusionen aufbauen, warum wir fliehen oder vielleicht sogar unsere Partner oder auch Kinder
dann auch nicht mehr greifbar sind und nicht mehr da sind und wir das Gefühl haben, teilweise den Boden unter den Füßen zu verlieren, haltlos zu sein. Das ist ein großes Thema, es ist ziemlich kompliziert und ich versuche es jetzt einfach mal mit einfachen Worten und alles, was ich dir erzähle, habe ich selbst erlebt, sehr, sehr schmerzhaft, sehr leidvoll und mich aber daraus selber rausführen können. Also selber ein Stück weit befreien, indem ich, oder ganz befreien, indem ich das einfach nach und nach gelernt habe, verstanden habe, es gefühlt habe, aber auch gelernt habe, mich zu stabilisieren und mich, mein Leben in eine gute Richtung zu führen. Und jahrelang habe ich gedacht, das geht nicht. Ich schaff's nicht, es ist unmöglich. Und bin auch resigniert. Übrigens habe ich dazu auch Texte geschrieben auf meinen Blog zur Resignation. Ich war dann auch schwer krank, immer wieder sehr schwer krank, verzweifelt und habe aufgegeben. Und ganz viele Frauen und auch Männer, die zu mir kommen, denen geht es ähnlich. Die haben aus dieser Resignation raus aufgegeben. Und es gibt aber den Weg raus. Und wenn du das lernen möchtest, für dich lernen möchtest, bist du herzlich willkommen mit mir gemeinsam. Ich nenne es jetzt einfach mal im astrologischen Kreis, deine eigene Selbstheilung zu fördern, zu lernen und es zu probieren. Gehen wir mal zum Ist-Zustand zurück. Vielleicht gibt es gerade aktuell eine Beziehung in deinem Leben. Kann sogar auch die Beziehung mit dir selber sein. Es kann auch eine Liebesbeziehung sein zu einem Partner, zu einer Partnerin oder die Beziehung zu einem Kind von dir, wo du das Gefühl hast, das läuft nicht richtig. Es ist anstrengend, dass du dich vielleicht überhaupt sehr, sehr erschöpft fühlst und dass du immer wieder ganz viel reingibst, ganz viel machen möchtest und zum Teil auch spürst, naja, eigentlich ist das gar nicht meins. Ich mache jetzt Sachen, ich mache jetzt mit oder ich tue so, aber eigentlich fühlt sich's nicht richtig an. Ich kümmere mich um den anderen, ich fühle mich ein in den anderen und gleichzeitig bin ich, ja, bin ich unterernährt eigentlich. Bin ich ganz, ganz, ganz traurig und hungrig und bedürftig. Bedürftig passt vielleicht auch in diese Fische-Thematik rein, weil es einfach nicht reicht von dem, was da zurückkommt. Und ich bemühe mich noch mehr zu gefallen. Ich bemühe mich noch mehr irgendwie rauszukriegen, wie kann ich sein, dass ich geliebt werde. Ich versuche dann auch in dieser Fische-Thematik passt dieser Schauspieler so rein, irgendeine Rolle anzunehmen, in irgendeine Haut zu schlüpfen, den anderen total zu erspüren, zu erfühlen, wie ist er, wie geht es ihm, wie kann ich ihm helfen, dass es ihm gut geht, dass er mir endlich die Liebe und die Zuwendung geben kann, die ich so sehr brauche. Es funktioniert nicht. Wahrscheinlich hast du es schon gemerkt. Und der andere, was das Schlimme ist, es ist egal, es kann sich tatsächlich auch um dein eigenes Kind handeln, genauso wie um einen Partner. Der fühlt dich gar nicht richtig. Klar, weil du nicht da bist. Weil du nicht da bist, in dir bist und nicht echt bist. Das Ganze hat einfach einen guten Grund. Es wird mehrere, viele Gründe haben, die wir ganz langsam, Step für Step miteinander jetzt anschauen, wo ich dich dabei unterstütze, dass du das verstehen lernst und selber erkennen lernst, okay, ich bin tatsächlich vielleicht traumatisiert und innerlich gespalten, innerlich von mir getrennt und habe mir als Überlebenshaltung Illusionen aufgebaut, Opferhaltungen, Helferrollen, Kranksein als Schutzhülle und immer wieder vielleicht auch eine Suche. Eine Suchtfunktion, die mich abhält davon, eigentlich in mir zu sein. Ich gehe jetzt nochmal zurück zu dieser pränatalen Zeit und zu dieser Beziehung mit deiner Mutter. Und das ist vielleicht für dich oder aus meiner Erfahrung der Schlüssel. Es ist der Heilungsschlüssel, Selbstheilungsschlüssel für einen selber, sich da dran zu machen und auch aus Illusionen und Gedanken, meine Kindheit war schön und ich habe mir schon selber geholfen oder es war nicht so schlimm, rauszukommen, wenn du merkst, dein heutiges Leben ist schwierig, du hast keine guten Beziehungen, du hast Schmerzen, du fühlst dich unterernährt, du bist irgendwo total im Mangel.
Gibt es dafür richtige Ursachen und Gründe, die du erlebt hast? Wenn deine Mutter, wie war sie, als du klein warst? Wie war sie und wie ging es ihr, als sie mit dir schwanger war, als du in ihrem Bauch warst? Viele Mütter von uns jetzt, in meiner Generation, aber vielleicht bist du auch jünger oder älter, haben selber ihre Kindheit im Krieg erlebt. Das heißt, die sind in Angst und Schrecken groß geworden. Eine Mutter, die ganz, ganz viel Angst erlebt hat oder auch schon eine Mutter hatte, die selber traumatisiert war. Traumatisiert bedeutet auch nicht empathiefähig, nicht liebesfähig. Das kannst du daran erkennen, hast du das Gefühl, dass wenn du mit deiner Mutter redest, heute vielleicht, aber noch viel wichtiger, als du klein warst, kann sie wirklich auf dich eingehen? Kann sie bei sich bleiben, sich selber fühlen und verstehen, wie es dir geht? Kann sie, und das ist eigentlich auch ein ganz wichtiges Merkmal, dafür sorgen, dass es ihr gut geht? Ist sie selber nicht in einer Opfer- oder Täterhaltung? Dass sie immer jammert, dass sie krank ist, dass sie sich selber verliert, dass sie bedürftig ist. Gesund bedeutet, dass ich selber für mich sorgen kann. Und so eine gesunde Liebe zu erfahren, dann kann ich einfach Liebe geben und ich kann aus mir raus den anderen fühlen. Ich bin dann nicht mitleidig, dann sage ich, oh, der Arme, ich muss jetzt irgendwas tun, dann fühle ich nicht so richtig mit. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt, den ich ganz, ganz viel lerne und zeige und der tatsächlich in meinen Beratungen dich begleitet und vielleicht auch dir, wenn du jetzt zuhörst, was du lernen kannst, dass so ein Mitfühlen entstehen kann. Das heißt, ich fühle erst mal, wie geht es dem anderen und ich bleibe aber bei mir. Und ich fühle vielleicht auch, wie geht es mir tatsächlich. Dafür brauchst du Zeit. Du brauchst immer wieder Stille, gehört auch zum Neptun, zur Fische-Thematik, die Meditation zu lernen, Ruhe zu finden, vielleicht tatsächlich am Wasser zu sein, in Ruhe zu sein und dann zu dir zu kommen. So ein See, der auf einmal still und klar wird und du kannst dann runter an den Grund. Wir miteinander machen jetzt Schritt für Schritt in diese 12 Lebensthemen, sodass du dir, wenn du magst, nach und nach alle Puzzlesteinchen holen kannst. Dieses Puzzlesteinchen ist jetzt so diese Frage, wie ist es mit der Empathiefähigkeit deiner Mutter und wie ist es mit deiner Empathiefähigkeit? Kannst du den anderen fühlen und gleichzeitig bei dir bleiben? Kannst du dann auch nicht im Leid versinken und sofort was tun wollen, sondern das einfach mal aushalten, so, boah, geht's nicht gut, dabei bleiben. Das sind schon mal gesunde Haltungen, die wir lernen können. Nicht gesunde, das meine ich aber jetzt nicht abwertend, sondern als Folge von Trauma, von Symbiosetrauma bedeutet, ich kriege mich gar nicht richtig wahr oder ich verliere mich sofort dem anderen, ich springe sofort an in eine Helferrolle. Und vor allen Dingen auch, ich kann mich und meinen Körper gar nicht richtig fühlen oder unterscheiden vom anderen. Für heute ist es jetzt, glaube ich, ganz gut, wenn du das einfach mal aufschreibst und verstehst. So als Erkenntnis, okay, das ist ein Symbiosetrauma, ein Bindungstraumata und möglicherweise bin ich selbst davon betroffen. Zu erkennen, dass man ein Traumata hat, ist ein ganz, ganz großer Schritt zur Heilung. Diese Selbstaufgabe findet vielleicht schon pränatal statt, findet über all die Jahre in diesem ganzen Entwicklungszeitraum mit den Eltern statt, weil wenn man immer wieder nicht gefühlt wird, nicht gesehen wird, nicht angenommen wird, das ist so schmerzhaft, so frustrierend. Und jetzt kommt's, der Punkt ist so, so wichtig. Da gibt so ein kleines Kind auf. Es muss so ein kleines Ich, so ein kleines Wesen auch nicht berührt zu werden. Das ist ein Schmerz, nicht liebevoll berührt zu werden ohne Ende. Ein Baby
Ein Kleinkind, ein Embryo im Bauch kann das nicht verarbeiten. Psyche hat dann die Schutzfunktion, diesen Stress, dieser Schmerz, diese Not, die wird abgespalten. Es wird fragmentiert. Du weißt dann auch nicht mehr, waren es deine Eltern, war ich es, wo war es, wie hat sich's angefühlt, wie hat's gerochen. All diese Sinneswahrnehmungen werden einzeln aufgeteilt. Und damit du als kleiner Mensch schon überleben kannst, schafft deine Psyche schon von früh an diesen Schutz von Nebel, von Schleier, von sich nicht spüren, von Illusionen. Auf einmal ist dann alles gut. Vielleicht sogar von starken Liebesgefühlen, von, oh, ich helfe dem anderen und ich bin schon erwachsen. Oder auch so ein spiritueller Illusion gehört dazu. Ich bin ein Engel, die Engel helfen mir und ich bin dann gar nicht mehr da. Klar bin ich nicht mehr da, weil ich aus meinem Körper, aus der Wahrnehmung, aus der Realität entschwunden bin. Und dieses Nicht-mehr-Dasein ist automatisch passiert irgendwann und das müssen wir rausfinden. Du musst es für dich rausfinden, damit du überleben kannst. Diesen Schmerz, nicht in eine gesunde und gute Bindung mit der eigenen Mutter zu kommen. Das ist, wenn du dir so ein Haus vorstellst mit vielen Glühbirnen, oben bis unten, und auf einmal gehen die nicht mehr, Kurzschluss. Dann musst du gucken, wo ist die Birne kaputt gegangen. Und wenn sie im Keller kaputt gegangen ist, dann musst du da runter gehen. Und du musst schauen, okay, die ist kaputt, ich muss jetzt eine neue reinschrauben, dass dieser ganze Kreislauf wieder geht und alles leuchtet. Und in unserem Leben sind vielleicht auch irgendwo tief Birnen kaputt gegangen. Und du kannst lernen, die Ursprungsbirne, die jetzt kaputt ist und die vielleicht durch, na, erstmal kaputt und deshalb klappt das mit der Bindung nicht mehr, mit dem Fluss und mit der Liebe und diesem Fließen und Leuchten, weil eben eine getrennt wurde. Die rausfinden. Und dafür geht es erstmal ums Verstehen. Langsam mit der Zeit dann fühlen, aber erstmal ist es gut, dieses Bewusstsein zu entwickeln, dass du dir auch selber, dass du das lernen kannst und Halt finden kannst. Dieses Gefühl der Empathielosigkeit, nicht gesehen zu werden und nicht gelebt zu werden, und auch diese Selbstaufgabe in dir, alles zu tun, um endlich geliebt zu werden, genau das könnte sein, dass du das eins zu eins in deiner Liebesbeziehung erlebst. Oder auch in deiner nicht vorhandenen Liebesbeziehung, weil kein Partner da ist. Vielleicht auch mit deinen Kindern, mit deinem kleinen Kind oder auch schon größeren Kindern. Vielleicht auch mit Kunden, die nicht da sind. Oder auch über deinen Körper, der Schmerzen zeigt. Das heißt, die Symbole und die Schlüssel findest du, wenn du genau hinschaust und diese Wahrnehmung lernst. So, ich hoffe, ich konnte dir damit wieder ein Stück weiterhelfen auf unserem jetzt vielleicht gemeinsamen Weg im astrologischen Kreis, Schritt für Schritt. Wenn du Fragen hast, fühl dich eingeladen, von mir herzlichst mir zu schreiben, vielleicht auch drunter zu schreiben, unten Kommentare oder auf meine Webseite zu gehen. Und wenn du Lust hast, mit mir gemeinsam dich zu entwickeln, von deinem Weg vom Trauma zur Liebe und gesunde Bindung, dann bist du in meinen Beratungen eingeladen, genauso auch wie zum nächsten Aufstellungsworkshop am 24. März. Hier, da geht es dann um die erste Hausthematik, Aszendent, Witterthemen, um Täterhaltungen. Darüber erzähle ich aber noch mehr. Nun wünsche ich dir sanfte, heilsame, erkenntnisreiche und liebevolle Momente im Ankommen bei dir. Alles Liebe von Herzen, die Sabine.